standing at my feet on the floor. 20 people lying all I want to go. Let me in, and don't hold your gun. Better take it easy, this place is up. Das ist meine Musik, ja. Und denken Sie dann, wer die Blues nennen? So, also meine... Welche Bilder kommen? New Orleans. Ja, also überwiegend die etwas dunkel eingefärbt. Ein bisschen kann ich schwarz sehen. Like so. Gut. Sehr gut. Also eher mal ein ja, weiß ich gar nicht. Da steht einfach nur, Blues ist Seele. Ja, das ist wahrscheinlich das, was viele genauso darin hören. Stefan Oldengott hat geschrieben, was heißt hier Blues und Melancholie? Blues ist Partymusik. Hören Sie mal Memo Gonzales und die Bluescasters aus Texas und Münster übrigens. Also gehört und gar nicht so Blues und haben sich dann irgendwann gefragt, wo kommt das eigentlich her? Und sind da zum Blues gekommen, ne? Weil das ist ja so praktisch die nächste Generation. Ja, genau, das stimmt. Ja. Ist bei Ihnen auch so? Also wir haben ja nun viele, die alten Gruppen wie Spencer Davis gerade hier auch live in Herford damals im Jaro-Club erlebt und da hat man natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu der Musik auch als vielleicht andere, die nicht live zu der damaligen, ich war damals 16, ne, 17 so in dem Alter und da werden natürlich unendliche Erinnerungen wach, ne, ganz klar.
klar. Bin ich ja mal gespannt, ob, haben Sie mir gerade Ihren Namen? Marion Bischof. Frau Bischof, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob bei dem, was mein Kollege Benny Weiß hat, schon die Gelegenheit, ihn vorzustellen. Der versucht nämlich heute hier all die Musik unter einen Hut zu kriegen. Ist ja eine ganze Menge, was hier zusammenkommt. Der hat nämlich was Anliegen, was ja zum Stichwort ältere Frauen passen würde. Benny. Das kennt man doch irgendwie ganz anders, ganz ne? Anders, mal gucken, ob Sie die jetzt erkennen. Okay, nehmen wir die nächste. Nee, so schnell geht das nicht. Die stecken wir eher woanders hin eigentlich, ne? Wir waren bei Tina Turner auch vor Jahren mal zum Konzert. Also die ist ja natürlich sagenhaft in ihrem Alter immer noch so agil und fit und so, ne? Also kommt doch vom Blues her. Ja, wie man das jetzt hört, ja, aber ich hätte nicht gedacht. Wen verbinden Sie denn, wenn ich Stichwort sage, deutscher Blues? Wer fällt Ihnen dann ein? Frau? Eigentlich so ad hoc. Jetzt müsste ich jetzt drüber nachdenken. Jetzt müssen Sie sich einfach nur zuhören. Da hat der Eich gesagt, das haben wir. Ich singe für den Ja, Doris Lemming. Das war die Vorreiterin, ja, das stimmt. Das ist aber auch schon, naja, wie alt ist sie jetzt? Ja, auch schon ganz gut dabei, ne? Aber hatte den Vorteil, dass man es einfach ad hoc so versteht, ne? Wer war das eben? Clara Tosche hat das gesagt, ne? Das ist alles immer auf Englisch und dann muss man erstmal richtig hinhören, damit man es auch verstehen kann. Und nee, ich glaube, Mike Tietry, glaube ich, war das, ne? Die haben eben gesagt, ja, das ist so schön, mein Blues, die singen einfach so, wie das Leben ist und dann kann das Lied sich auf jeden Tag ändern. Also du hast längst das vom Finanzamt gesungen. Wahrscheinlich bewegte sie das an dem Tag gerade ganz besonders. Dankeschön, danke nochmal Ihren Namen. Marion Bischof. Frau Bischof, vielen Dank.